Er ist ein echter Latino und ein richtiger Sympathieträger. Durch seine Lebensgeschichte zeigt er, dass es sich auch wirklich lohnt, zum Kämpfen für seine Leidenschaft. Hallo miteinander, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Top Talk. Ja, heute kommen die Schlagerfans so richtig zum Zug. Ich habe nämlich einen Gentleman hier im Studio. Und ich habe schon bei der Vorbereitung für die heutige Sendung gemerkt, dass die Frauen manchmal nur schon bei seinem Namen so richtig in Schwärme kommen. Ich begrüße heute einen argentinischen Gast. Das ist einer der erfolgreichsten Schlagersänger europaweit. Das ist der Semino Rossi. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Ich freue mich, hier bei Ihnen zu sein. Sie sind in der Schweiz. Ja. Wie gefällt es Ihnen in der Schweiz? Ja, immer gefällt mir sehr gut, weil ich verbinde mich auch von Anfang von meiner Karriere etwas Besonderes mit in der Schweiz. Weil ich kann mich erinnern, vor 26 Jahren war ich hier mit meiner Gitarre auf der Straße erlicht. Und dort habe ich drei Leute aus Paraguay kennengelernt, genau hier in der Schweiz. Und sie haben gesagt, dass sie in Österreich gelebt haben, ob ich in Österreich eine Möglichkeit hätte, Musik weiterzumachen. Und genau hier in der Schweiz hat ein bisschen alles schon begonnen. Und freue mich immer wieder zurück. Schöne Erinnerungen an die Schweiz. Ja, sehr schön. Ja, ja. Semino Rossi, Ostern gehört bereits schon wieder der Vergangenheit an. Und Sie sind ja ein richtiger Familienmensch. Ja. Sie haben ja mit Ihrer Frau zusammen zwei Töchter. Ja. Also wie verbringen Sie denn Ostern jedes Jahr? Wir haben schon letzten Sonntag schon gefeiert. Das war eine wunderschöne Zeit. Ich glaube, das ist ganz wichtig, nicht nur für mich, meine Familie. Ich glaube, für jede Familie Ostern bedeutet diese gemeinsam mit der Familie zu sein und die neue Zeit von der kirchlichen Zeit zu begrüßen. Diese Pascua heißt in Spanisch. Und habe ich mit meiner Familie, wir haben gemeinsam Mittag gegessen und wir haben uns gefreut auf die Schokolade-Eier auch gegessen. Das gehört auch dazu. Aha, aber Ihre Töchter sind ja schon junge Damen, also da mussten Sie wahrscheinlich keine Schokohasen und Eier mehr verstecken. Aber die Schoko war schon auf dem Tisch und wir haben trotzdem gegessen. Aber diese verbrachte bleibt immer noch. Wir suchen keine Eier im Garten, aber die Schokolade-Eier sind schon auf dem Tisch. Und ich finde eine tolle gebraucht, was wir hier in Europa haben. Sie sind traditionell christlich, also Sie sind ein bekennender Katholik und ich weiß von Ihnen, dass Sie in Ihrer Brieftasche ein Foto der Madonna bei sich tragen. Ist das immer noch aktuell? Immer noch aktuell, ja. Habe ich nicht nur ein Foto von der Madonna, auch ein Jesus-Foto auch. Trage ich immer mit, seit ich weg von Argentinien bin. Und Sie beten ja auch vor jedem Konzert? Ich bete am Abend immer auch. Immer bete ich am Abend und auch vor meinem Konzert, eine Vater uns, dass ich bekomme das Kraft, was ich brauche, meine Aufgabe zu machen. Und ich glaube, das ist für mich total wichtig, diese Verbindung mit Gott zu haben. Sie sind ja in Argentinien aufgewachsen und geboren und jetzt kommt ja der neue Papst, der Franziskus, auch aus Ihrem Heimatland. Ja. Sind Sie da stolz drauf? Sehr stolz. Ich habe in Berlin erfahren, dass der neue Papst aus Argentinien kommt. Das war ehrlich total überrascht, das habe ich nicht gedacht. Aber das freut mich für ihn. Leider kenne ich persönlich nicht, aber der Name hat schon eine große Bedeutung. Ich glaube, Franziskus, eine große Bedeutung. Und der erste Eindruck, was ich von ihm bekommen habe, er schaut so eine einfache Mensch und das gerne in den Volk gehen und tauchen kann. Und ich glaube, er kann schon der Herzen von den Menschen erreichen. Und es ist sicher nicht eine leichte Aufgabe, was er hat. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Kraft, dass er seine Arbeit gut machen kann. Franziskus hat ja als erster Papst überhaupt keine roten Schuhe getragen. Also das ist ja so ein Zeichen für einen Neuanfang, sagt man. Auch der Name, den er gewählt hat, wie Sie gesagt haben. Aber Sie tragen rote Schuhe. Oder ich nicht, noch Sie nicht. Auch nicht. Ich trage keine rote also Schuhe. Auch nicht. Aber ich glaube, das ist alles relativ. Ich glaube, muss nicht sein, eine rote Schuhe. Und jeder entscheidet selber für sich und er fühlt sich wohl mit seinen eigenen Schuhen. Ich werde das Gleiche machen, wenn du schon gewöhnt auf deine Schuhe bist, warum nicht weiter mit deinen Schuhen weiter zum Laufen? Ja, man sagte, der Papst habe die roten Schuhe nicht getragen, weil es keine Größe vor Ort gehabt habe, habe. So sei das gewesen. Aber ich finde, es sind Kleinigkeiten. Ich glaube, das Wichtige ist, was er in sein Herz trägt, um
seine Aufgabe gut machen sollte. Das ist noch wichtiger auf ein paar Schuhe, finde ich. Aber wäre es für Sie als Katholik ein Traum, wenn Sie jetzt den Papst einmal persönlich kennenlernen würden? Selbstverständlich wäre für mich eine große Freude, ihn kennenzulernen und ein paar Worte mit ihm sprechen. Die Sprache wird kein Problem, weil wir werden Spanisch reden. Aber ich glaube, er hat so viel zu tun. Aber wenn die Möglichkeit wäre, warum nicht, hätte ich gerne mit ihm ein paar Worte zu reden. Jetzt kommen wir aber zu Ihrer Arbeit, Semino Rossi. Sie haben erste Erfolge in Argentinien und in Mexiko gefeiert und 2003 ist dann Ihr erstes Album in der deutschen Sprache auf dem Markt erschienen und Sie haben schon diverse Auszeichnungen abgeräumt mit Ihrer Musik, also zum Beispiel die Goldene Henne, die Goldene Stimmgabel, dann den Oscar der Volksmusik haben Sie auch gekriegt, das ist die Krone, den Echo und den Amadeus. Ja, gibt es denn da überhaupt noch Ziele, irgendeinen Preis, den Sie noch wollen? Ich glaube, jede Ernte, manchmal kann ich nicht glauben, wie schnell ist die ganze Sache gegangen. In den letzten 10 Jahren, was ich erlebt habe, obwohl habe ich 20 Jahre gewartet auf diesen Augenblick, was ich jetzt von mir habe. Und jeder Preis hat eine besondere Bedeutung. Ich kann mich erinnern, bei meiner ersten goldenen Platte, das war etwas unglaublich, das habe ich im Fernsehen bekommen. Und nach so einem langen Weg, dass du auf einmal einen Preis bekommen, das hat für mich eine besondere Bedeutung. Wichtig ist, dass ich gerade meinen großen Traum erlebte. Ich wollte immer ein Sänger werden, ich wollte auf einer Bühne zu sein. Und jetzt erlebt gerade meine große Traum. Dafür bin ich sehr dankbar und auch bewusst, wie schön es zu haben, was ich vor mir habe. Weil ich immer denke in der Vergangenheit, was ich alles erlebt habe. Das war nicht einfach, dieser Weg zu 20 Jahren, dass ich auf diese Augenblicke wartet. Und vielleicht kann ich noch schätzen, wie schön es ist, etwas so zu haben von mir. Mhm. Und manchmal, wenn ich denke auf die jungen Leute, dass vor einem Monat zu der anderen eine große Stadt werden, vielleicht begreifen nicht, wie schwierig es ist, auf der Spitze zu sein. Und vielleicht, Sie können nicht so schätzen, wie wichtig es ist, in einem besonderen Platz zu sein. Es gibt ja etwa 7 oder 8 CDs von Semino Rossi. Ich glaube, es sind nur 8 CDs. Ja. Und über 4 Millionen verkaufte Tonträger. Also da gratuliere ich natürlich Vielen dazu. Dank. Und Vielen jetzt Dank. Gibt es ein aktuelles Album. Eine das neue. Heißt Symphonie des Lebens. Die haben Sie hier mitgebracht. Und Sie singen da über Liebe, über Romantik, über Trost und aber auch über Partystimmung. Was haben Sie denn für Wünsche an dieses neue Album? Ich wünsche mir, dass diese CD gut auf das Publikum gekommen ist, obwohl wir haben schon letzte Woche eine wunderschöne Nachricht und das macht mich total stolz, dass diese CD in der Chart verkauft, Platz 1 in Österreich ist und Platz 2 in Deutschland und das macht mich total stolz. Und Top 10 in der Schweiz. Und Top 10 in der Schweiz. Und ich bedanke mich bei euch alles. Und das ist nicht selbstverständlich, das macht mich total stolz. Und gleichzeitig ist es ein Beweis für viele Menschen, dass glauben, dass der Schlagermusik nicht etwas Besonderes ist. Im Gegenteil, das ist der Beweis, dass so viele Menschen wünschen sich diese Musik ist für die Herz, für die Seele, für den Menschen. Diese Musik, nicht nur meine andere Musik von meinen Kollegen, hat eine besondere Bewertung in den Menschen. Ich glaube, die Menschen brauchen Musik. Die Musik ist Balsam für die Seele, ist eine Medizin für die Seele von den Menschen. Und das ist auch Schlagermusik, Musik für Menschen. Sie haben ja jetzt zum ersten Mal mit einem Starproduzent zusammengearbeitet, nämlich mit Dieter Bohlen. Ja. Und die Texte, sie sind von Oliver Lukas. Ja. Also ist das denn so, wenn man erfolgreich ist als Sänger, lässt man dann die Texte für sich schreiben? Ich leider kann ich nicht Text schreiben. Ich glaube, es gibt so wahnsinnig gute Textschreiber in Europa, in Deutschland und überall, in der Schweiz, auch in Österreich. Aber ich kann leider nicht gute Texte und der Team von Dieter Bohlen hat Musik produziert und Oliver hat den Text für mich geschrieben. Und das freut mich, wenn jemand, was besser Deutsch begreift als ich, einen Text für mich schreiben kann.
Also der Vorschlag, dass Sie mit Dieter Bohlen zusammenarbeiten, der kam ja von Universal Music persönlich. Die haben den Vorschlag gemacht und Sie meinten dann aber, nein, ich möchte zuerst den Dieter Bohlen persönlich kennenlernen und dann schauen wir weiter. Genau. Sie haben ihn dann in Hamburg kennengelernt. Und wie ist Ihr Eindruck von diesem Herrn? Der erste Eindruck war sehr, sehr frisch. Er strahlte eine sehr positive Ausstrahlung. Und wir haben ein Gespräch in einem Hotel und 3 Minuten nach dem ersten Gespräch, das war klar, dass er wollte mich nicht enden. Das war für mich wichtig, weil ich wollte schon meine Linie schon behalten, vielleicht mit ein paar neuen Farben, neue Lieder. Und er hat zu mir gesagt, du brauchst keine Gedanken, ich möchte dich nicht enden. Ich möchte schon vielleicht ein paar neue Lieder, neue Farben in deine Musik mitzubringen. Und in diesem Augenblick war für mich klar, dass ich wollte mit ihm eine CD zu machen. Hat mich sehr viel Spaß, wie gesagt, es sehr kreativer Mensch und er hat so viel Erfahrung, nicht nur in der Pop-Bereich, hat auch in der Schlager-Bereich, hat mit Al Martino gearbeitet, mit Engelberg, Chris Norman, Andrea Bergt und viele andere bekannte Leute, das auch mit Pop nichts zu tun hat. Er hat schon viele Erfahrungen und einen großen Respekt für ihn und von seinem Team und seine Arbeit. Ja, Dieter Bohlen hat uns seine Meinung über Semino Rossi auch mitgeteilt und das schauen wir uns jetzt einmal an in einem Videoclip. Ja, das ist natürlich eine einzigartige Stimme mit sehr, sehr viel Wiedererkennungswert. Und als er im Studio war, hat man dann eben gemerkt, das ist eben diese alten Profis, ja, die kommen vorbereitet, das ist wahnsinnig. Ja. Der konnte die Titel singen, da brauchte ich quasi kaum noch was machen. Der ist gekommen, hat gesagt, mit welcher Nummer fangen wir an? Da habe ich gesagt, irgendeine Nummer. Und dann hat er die runtergesungen, das war natürlich super. Ja. Und es hat uns auch so Spaß gemacht, das jetzt zu mixen, da das Letzte rauszuholen. Wir haben mit den besten Musikern dann natürlich im Studio gearbeitet, um dieses Album zu machen. Ja, Sie arbeiten also so richtig professionell. Und wenn Sie ja da rückwärts oder auf die andere Seite mal beurteilen könnten, was ist Ihre Meinung zu Dieter Bohlen? Wie arbeitet er? Ich sehr professionell und er weiß, wann ein Lied schon der richtige Eindruck hat, der richtige Gefühl da, der richtige Ton auf jeden Fall, er ist sehr musikalisch. Und er braucht vielleicht nicht so lange zum Denken, wann etwas gut ist. Er war total begeistert und hat gesagt, wunderschön, Semino. Und ich habe ihm gesagt, soll ich noch einmal singen? Nein, ehrlich, wenn du willst, du kannst schon singen. Aber ich glaube, wir haben schon genau bekommen, was wir wollten. Deine Gefühle sind da, deine Töne sind da. Und vielleicht haben wir manchmal ein bisschen Probleme bei bestimmten Worten, wo ich den Eindruck nicht eindrücken könnte wegen meiner Sprache. Mhm. Und er hat sofort neue Worte gesucht, das einfach oder besser klingen bei mir. War sehr, sehr nett mit ihm zu machen, ehrlich. Ja, Dieter Bohlen sagt ja auch, Sie seien der Julio Iglesias der modernen Zeit. Ist das ein Kompliment für Sie? Selbstverständlich. Ich habe großen Respekt vor Julio Iglesias. Ich glaube, er hat mehr als 300 Millionen Platten verkauft. Und heutzutage ist nicht selbstverständlich, dass ein Mensch so viele Millionen Platten verkauft. Und er hat diese Möglichkeit, direkt auf das Herz von den Menschen zu kommen. Und das ist vielleicht, was ich mich wünsche, immer mit einer neuen CD. Und wenn ich am Tour bin, erreichen die Herz von den Menschen. Und das ist mir total wichtig. Aber verfolgen Sie Dieter Bohlens Arbeit auch bei DSDS? Schauen Sie da manchmal rein? Manchmal, wenn meine junge Tochter, sie ist 14 Jahre, Vanessa, schaue gerne an. Und wenn ich zu Hause bin, manchmal sitze ich schon mit Vanessa und gucken wir ein bisschen, was Dieter Bohlen mit der neuen Staffel von DSD macht. Also in der aktuellen Staffel ist ja unsere Schweizerin, auch eine Schlagersängerin, die Beatrice Egli mit dabei. Sagt Ihnen dieser Name? Ich glaube, ich habe schon letzte Samstag schon gehört. Sie macht schon Schlager. Ne? Ist eine Blonde? Ja, ja? Genau. Das eine ich schon, zuckersüße Dame, die immer strahlt. Ganz nett. Ja, hat eine schöne Kleid und das kann mich schon an Rino, da habe ich schon die Staffel gesehen. Und außerdem schönen Kleid, also finden Sie, sie kann gut singen? Ja, sie singt sehr gut. Ich wünsche Ihnen so alles gut. Ich glaube, er hat schon eine Möglichkeit, in diese Familie der Schlager zu kommen. Und Ihre musikalischen Vorbilder, das sei Placido Domingo und Demis Roussos, der griechische Sänger. Haben Sie einen dieser Herren vielleicht schon einmal kennengelernt? Ich habe beide die große Freude gehabt, kennenzulernen. Placido Domingo habe ich
mit meiner Frau besuchen in Wien, hat ein Konzert gemacht und ich habe die Möglichkeit, ein paar Worte mit ihm zu sprechen. Ich finde, nicht nur eine fantastische Sänger, sondern auch eine großartige Mensch und hat eine besondere Ausstrahlung, was ich von mir bekommen habe. Und Demis Roussos auch, diese fantastische Stimme, habe ich in einer Fernsehsendung mit ihm getroffen, ein paar Worte gesprochen. Schön. Und finde ich auch eine großartige Mensch und als Sänger sowieso. Mhm. Und deswegen in diese neue CD habe ich ein Lied von ihm aufgenommen, die Goodbye, my love, goodbye, adios, amor, adios, in einer spanischen Version. Mhm, da kommen wir jetzt noch drauf, das aktuelle Album, Symphonie des Lebens. 15 Songs hat es drauf, genau. 13 von Dieter Bohlen und 2 Covers, eben genau. Goodbye, my love, goodbye in Spanisch und Bésame mucho, das kennen wir natürlich alle. Warum haben Sie sich für diese Covers entschieden? War das Ihre Idee oder die von Dieter Bohlen? Das war meine Idee. Ich finde immer ein paar lateinamerikanische Titel mitzubringen in meine CD, ist für mich wichtig, weil ich komme aus Lateinamerika und das hat für mich eine besondere Bedeutung. Weil die Leute, Gott sei Dank, mögen gerne Lieder aus Lateinamerika. Ja, ich finde auch, dieser Titel wie Bésame mucho ist ein romantisches, klassisches Lied, das viele Menschen schon aufgenommen haben. Und ich habe zu Dieter gesagt, ich hätte auch gerne diesen Titel zu singen. Und Gott sei Dank habe ich gemacht. Und aber was singen Sie lieber, Spanisch oder Deutsch? Einfach für mich ist es Spanisch zu singen, weil meine Muttersprache ist. Aber das Gefühl ist das Gleiche, in Deutsch oder Italienisch oder in Englisch oder Spanisch, wenn ich singe. Aber einfach nur wegen der Sprache. Ich kann mich erinnern, bei das Lied Bésame mucho, ich habe gebraucht, glaube ich, 4 Minuten, das Lied zu singen. Und das war alles da, die Texte, die Gefühle. Und bei anderen Liedern brauche ich ein bisschen noch mehr, weil ich muss manchmal schon auf die Texte konzentrieren, auf der richtige, wenn ich den Eindruck der richtige Sprache singen sollte. Ne? Ja. Das Lied Nummer 1 auf Ihrer neuen CD heißt Bella Romantica. Bella Romantica, ja. Und da gibt es auch die erste Single dazu, passend zum Album. Und wie das so klingt, das schauen wir und hören wir uns mal an. Wenn die Sonne untergeht, Bella Romantica. Bella Romantica, wenn ein Engel hoch am Sternenzelt wacht, ist die Liebe für uns zwei nur gemacht. Die Musik hörst du wie sie erklärt. Semino Rossi, was ist denn eigentlich Ihr persönliches Lieblingslied auf Ihrer CD? Es gibt schon einen Titel, heißt Für immer und einen Takt. Das finde ich eine wunderschöne Lied. Aber jeder Titel hat etwas Besonderes, aber diesen Titel habe ich mit so gerne gesungen, wie genau das Lied Ich danke dir, das ist eine kleine Danke zu meiner lieben Frau, was in den letzten 27 Jahren mich unterstützt und in meiner Nähe immer dabei zu sein. Schön. Richtig romantisch, also es ist also in echt. Wir können jetzt an dieser Stelle gerade 3 CDs von Semino Rossi, Symphonie des Lebens, verlosen, meine Damen und Herren, alle Semino Rossi-Fans, jetzt fleissig zum Telefon rennen. Sie können uns telefonieren auf 0901 908 837 oder auch ein Mail schreiben an wettbewerb@teletop.ch. Die Schnellsten kommen zu das Album über. Toi, toi, toi. Jetzt sagt man euch Latino-Männern, den Südländern ja auch nach, ihr seid eben romantisch und feurig veranlagt. Und unsere Herren hier in den kälteren Regionen der Welt, ja, denen fehlt das manchmal ein bisschen. Warum glauben Sie, sind Südländer vielleicht näher beim Wasser oder vielleicht auch, sie tragen das Herz auf den Lippen? Warum seid ihr so? Nee, ich weiß es nicht, vielleicht. Der Klima spielt vielleicht eine Rolle, dass bei uns ein bisschen Wärme und vielleicht das brauchst du nicht so viele Kleid und das ist alles ein bisschen leicht. Aber das bedeutet nicht, dass hier die Leute keine Gefühle haben. Das ist vielleicht verstecken sie ein bisschen die Gefühle, aber es gibt auch der romantische Mensch und auch in der Schweiz und in ganz Europa, nicht nur in Lateinamerika und Argentinien. Also ist romantisch sein für Sie auch in Ihrem persönlichen Leben vielleicht
Können Sie das als Beziehungstipp geben? Sie sind ja seit 91 auch schon verheiratet mit Ihrer Frau. Ja, ich glaube, Romantiker zu sein, ich glaube, mögt jede Frau, wenn ihr Mann ein bisschen Romantiker. Muss nicht so kitschig sein, aber es gibt Kleinigkeiten, dass eine Frau glücklich macht und sind Kleinigkeiten, ist ein bisschen Zeit, zu deine Partner zu nehmen oder einen Spaziergang auf die Hand zu tragen, deine Frau. Ich habe auch das ältere Paar gesehen, wie schön die Hände zusammen, einen Spaziergang. Das sind kleine romantische Augenblicke, das ich glaube, eine Frau schätzt sehr. Jawohl, das kann ich also bestätigen an der Stelle. 1985 sind Sie von Argentinien nach Spanien gereist und Sie wollten dann von der Musik leben. Und das war eigentlich Ihr Start hier in Europa. Und Sie sagen auch, Ihr Lieblingssong sei Don't Cry For Me, Argentina. Also höre ich da irgendwie ein schlechtes Gewissen heraus, dass Sie Argentinien den Rücken gekehrt haben? Nein, ich glaube, die Entscheidung war für mich selber. Ich musste Gott sei Dank nicht weggehen von Argentinien, von anderen Gründen. Mein großer Grund war, weil ich wollte ein Sänger werden. Und leider in Argentinien damals habe ich nicht die Möglichkeit gehabt, eine Plattenfirma zu finden oder eine CD zu produzieren. Und deswegen habe ich ein anderes Land gesucht. Erst wegen der Sprache habe ich Spanien gesucht. Und leider habe ich auch in Spanien nicht gefunden. Und wir gehen einen langen Weg durch Spanien, Frankreich, Italien, Schweiz und lande zufällig in Osterau, wo ich meine Frau kennengelernt habe und meine erste Möglichkeit von der Musik weiterzuleben. Deswegen diese Verbindung mit Osterau. No? Aber das Lied Don't Cry For Me Argentinien hat für mich eine besondere Bedeutung, weil in Erinnerung meine Heimat, meine Familie und auch die Texte in Spanisch ist so schön, dass ich das sagte in einem Teil, ich werde dich nie vergessen, ich trage dich immer mit mir, das Wort Argentinien. Und also es gefällt auch mir. Ja, das ist eine wunderschöne Lied und ich versuche auch immer auf der Bühne dieses Lied zu singen. Immer die letzten zwei Lied, was ich denn in einer Show mache mit meiner Gitarre, ist Ave Mariano Morro, der letzte und vielleicht vorletzte, mache ich einen Teil von Don't Cry For Me, Argentina. Und die Leute schätzen sehr und ich bekomme auch Gänsehaut, wenn ich dieses Lied singe. Jetzt kommen wir noch zu Ihren Konzerten. Semino Rossi, Sie sind am 4. Mai im Hallenstadion, dann am 22. Juni auf dem Hoch Ybrig, dann am 1. August in Ermatingen und da treten Sie auf mit anderen Schlagerstars. Genau. Aber die eigentliche Semino Rossi Konzerttournee, die startet erst im November. Am 2. November. Ja. Und dann haben Sie einen richtigen Tournee Marathon, kann man sagen, 50 Termine dicht aufeinander gefolgt durch 7 Länder. Also in der Schweiz sind Sie dann am 24. März 2014 auch wieder im Hallenstadion. Sie sagen, das ist ein schöner Stress. Ja, was ist denn da schön dran? Ich glaube, wenn du etwas machst mit Liebe, sollte kein Stress sein. Und da habe ich mein ganzes Leben geträumt mit diesem Stress, was das in der Wirklichkeit kein Stress ist. Es ist eine große Freude für mich, auf der Bühne zu sein mit einer Band, mit einem Orchester, mit einem Tänzer und ein bisschen nah auf dem Publikum zu sein und präsentieren die neuen Lieder, die neue CD, die neue Show. Und ich glaube, das ist das Beste, was eine Interprete wünschen kann, am Tour zu sein. Und momentan bin ich dann vorbereitet für diese Tour. Wir suchen Lieder, wir suchen Ideen, wir suchen Gast. Und am 2. November 2013 beginnt diese große Tour. Und ich wünsche mir auch, dass die Leute und die Fans zufrieden sind mit meiner neuen Show. Bis jetzt habe ich eine große Freude hier in der Schweiz von den Fans bekommen. Immer viele Besuchte in meinen Konzerten. Und ich wünsche mir auch für den nächsten Konzert, dass die Leute auch kommen. Sie sind ja eigentlich in eher ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen in Argentinien, dafür mit ganz viel Liebe, das haben Sie einmal gesagt. Ja. Und Sie sind ja früher mit Ihrer Mutter zusammen in die Slums gegangen und haben dort den Menschen Essen verteilt. Ja. Und auch heute unterstützen Sie noch Kinder und Jugendliche in Argentinien. Wie sieht denn diese Unterstützung konkret aus? Ich kann mich erinnern, als Junge sind viele Menschen zu Hause gekommen, etwas zum Anbieten, zu essen oder Kleidung. Und wir haben immer mit unserem Teil ein bisschen Leute geholfen. Und ich habe
zu meiner Mama gesagt, wenn ich könnte ein bisschen noch mehr helfen, werde ich das machen. Und vor 4-5 Jahren habe ich gegründet eine Stiftung, dass wir unterstützen Projekte von Menschen, die helfen, arme Menschen, wie zum Beispiel die Hermana Maria Jordan. Das ist eine Frau, eine Nonne, die von außerhalb von Rosario, wo die armen Menschen dort leben. Und sie sucht Kinder von der Straße und unterstützt mit Essen, mit Kleidung und auch mit Ausbildung, dass diese Menschen ein bisschen eine Licht in der Zukunft sehen könnten. Und ich bin immer der Meinung, es ist nicht, wie viel du gibst, sondern lass immer ein Licht einschalten, dass diese Menschen eine Hoffnung in sein Leben bekommen könnten. Das ist meine Gedanke. Schön, dass Sie das machen. Jetzt aber noch mal schnell zu Ihrer Musik, Semino Rossi. Sie sagen, ich habe das von Ihnen gelesen, ein Zitat, mein größter Hit kommt noch. Habe ich mal über Sie gelesen, ist denn der nicht da drauf? Vielleicht brauche ich keine Hit. Viele Leute machen sich Gedanken für einen Hit. Es ist nicht so einfach, einen Hit zu schreiben. Und ich glaube, es gibt keinen Produzenten auf der Welt, der sitzt am Abend und sagt, heute schreibe ich einen Hit. Wichtig ist, wenn du liefern kann eine Musik, das von deinem Herz kommt, und ob dein Hit ist, das entscheidet immer das Publikum. Ich versuche immer, die Herz von den Menschen zu erreichen, aber ich habe nie einen Gedanke gemacht, eine Hit muss hier sein. Ja, dann drücken wir Ihnen die Daumen weiterhin. Die Sendezeit ist um. Semino Rossi, hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Und danke für diese Zeit, dass Sie mir gegeben hat, ein bisschen näher auf der Fahne zu sein. Alles Gute weiterhin und vor allem viel Energie für die Konzerttournee. Dankeschön. Vielen Dank. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke fürs Interesse. Schön, wenn Sie auf dem Sender bleiben. Es geht jetzt nämlich gerade weiter mit den News. Und auf jeden Semino Rossi auch sind alle lieb zueinander. Auf Wiedersehen, schönen Abend.